Da ist er wieder, Digga. Digga, nicht wieder, Digga. Klatsch, klatsch für Tomahawk mit einer neuen Folge Overwatch. Wir haben GE das 2 und The Suspect steht 5-0-11. Hat Skins am Start. Eine Pointless Array. Mal gucken, ob er die wegschmeißen will. Es passiert erstmal gar nichts. Bombe wurde auf B plantet und jetzt macht er sich mit vor und will CTs abfahren. Ein Headshot. Normale Kills. Und der letzte steht vor B, wird auch getötet. Das war schon die erste Halbzeit und jetzt kommt die Pistolenrunde. Da bin ich mal gespannt. Oh, ich sehe gerade, der Emu auf CT-Seite hat 30-1-9. Aber der Suspect mit 7-0-11 wurde reported. Das ist natürlich interessant. Vielleicht waren da irgendwelche Gegner am Ragen und haben direkt einfach mal das ganze Gegnerteam reported, obwohl nur Emu am Cheaten ist. Der hittet nämlich schon wieder gut zwei Headshots rein. Währenddessen rotieren hier die CTs Richtung B-Side, hat die Bombe geplantet. Alpha legt gerade die Bombe. Der Suspect entscheidet sich, über Tunnel zu kommen. Und es sind währenddessen nur noch zwei T's am Leben. Einer davon mit dem Dual Elites. Das ist natürlich eine krasse Entscheidung. Das hat sich ein bisschen geleckt, aber alles safe. Ja, Suspect ist gestorben. Und der Suspect hat sich eine P250 geholt. Bis jetzt alles Standard-Stuff. Keiner kommt B, es wird Loa rausgegast. Ja. Jetzt gehen die T's wieder Mitte hoch. Einer, den kriegt er mit einem schönen Headshot, aber auch nichts. Ja, alles legit bislang. Der Emu hat wieder den 4K gemacht, steht jetzt 36-1-10. Wird jetzt wahrscheinlich wieder Scout einen in der Mitte holen. Ah, nee. Ah, warten wir mal ab, was noch so passiert. Also das Suspect reißt. Emu holt einen durch die Tür in der Mitte, alles klar. Den würde ich gerne sehen, den Emu. Aber wir haben hier wieder so einen langweiligen Suspect am Start, der nichts macht. Also ich glaube, wenn wir nach dieser Runde nichts krasses sehen, dann werde ich mal ein bisschen vorspulen. Alles Standard-Frags. Nee, also, ich werde vorspulen und wir sehen uns gleich. LOL! Der Emo ist so hart am reinhacken. Der guckt in den, der dreht sich! Er dreht sich, wir haben ein Spinboard am Start, ja geil. Ja, Emu. Und der Terrorist auch. Zwei Spinbots gegeneinander. Habt ihr das gesehen? Das ist ja lächerlich. Emu und welcher von den T's ist das? Der erste hat Chat 40-2-13. Die drehen sich einfach ein und eskalieren völlig rein. Das ist ja überragend. Und ich weiß nicht, warum wir hier das Suspect sehen. Unfassbar. Mit der Gas gerade eben hoch und dreht sich des Hasses. Zeig es. Kriegt natürlich den Headshot. Ach, schön. Ja, genauso werden wir das auch bei unserer jetzigen 99-Damage-Saison machen. Einfach herrlich. Da dreht er sich mit der Autopacker. Und wird mit der. Ja, mit dem. Das ist ja. Da wird einfach der Spinboard angemacht. Währenddessen
Kraft Suspect hier auch mal was. Gegen einen schönen Scout Headshot. Zwei Spinbots gegeneinander. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ja mal gehört, der Sinn eines Spinbots ist der, dass wenn der ein gegnerischer Spieler einen Aimbot am Start hat, dass der Aimbot einen drehenden Spieler nicht treffen kann. Und deswegen, wenn zwei Hacker gegeneinander spielen, ist immer der Vorteil, der sich dreht, weil der dann nicht getroffen werden kann. Und das Suspect hat gerade noch eine Schelle vom Emu bekommen, vom Teammate. Na gut, wenn ich jetzt den Emu als Suspect gehabt hätte, hätte das natürlich anders ausgesehen, aber in diesem Fall keine ausreichenden Hinweise. Gutes Overwatch. Bis zum nächsten Mal, euer Tomahawk. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten schaut bei meinen alten Videos vorbei oder natürlich bei meinem Kollegen, dem Kebabkralle. Bis zum nächsten Mal, euer Tomahawk.